Das Wildkaninchen. Das Wildkaninchen oder Oryctolagus cuniculus ist die einzige Art in der Gattung altweltliche Kaninchen innerhalb der Familie der Hasen. Es ist die Stammform aller im deutschen Sprachraum bekannten Hauskaninchen. Wildkaninchen haben ein graubraunes Fell. Im Nackenbereich ist es braun bis rostrot gefärbt. Im Gegensatz zum Feldhasen hat es relativ kurze Ohren, die Löffel genannt werden, sind 6 bis 8 cm lang und ist deutlich zierlicher gebaut, mit 1,3 bis 2,2 kg Gewicht und hat kürzere Hinterbeine. Die Kopfrumpflänge liegt zwischen 35 und 45 cm, der Schwanz wird 4 bis 7 cm lang. Die ursprüngliche Verbreitung des Wildkaninchens nach dem Ende der Weichselkaltzeit beschränkte sich auf den größten Teil der Iberischen Halbinsel, Südfrankreich und Nordafrika. Seit der Antike wurde es in Italien und Westeuropa eingebürgert, im Mittelalter wurde es nach Frankreich und auf die britischen Inseln gebracht, in der frühen Neuzeit nach Deutschland, später auch in Bulgarien sowie auf viele Inseln in allen Ozeanen. Heute lebt die Art in ganz Europa außer im mittleren und nördlichen Skandinavien und Island. Im 18. und 19. Jahrhundert wurden Kaninchen in Australien und Neuseeland ausgesetzt. Darüber hinaus wurden sie in Südafrika und Nordamerika eingebürgert, sowie Mitte des 20. Jahrhunderts auch in Südamerika, nach mehreren erfolglosen Versuchen seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Außerdem lebt es auf zahlreichen Inseln des Pazifik, vor der afrikanischen Küste und in der Karibik. Wildkaninchen leben gesellig in mehr oder weniger großen Kolonien. Sie legen unterirdische Baue vorzugsweise in sandigem, lockerem Boden an, weshalb von Menschen aufgeschüttete Erdwälle häufig als Grundlage für die Baue genutzt werden. Die Gänge können bis zu 3 Meter tief in die Erde hineinreichen und 45 Meter lang sein. Kaninchen sind dämmerungsaktive Tiere, manchmal kann man sie allerdings beim Sonnenbaden am frühen Morgen, in Städten auch tagsüber beobachten. Bei Gefahr können Kaninchen mit den Hinterläufen weithin vernehmbar auf die Erde klopfen. Mit diesem Klopfen signalisieren sie ihren Artgenossen eine drohende Gefahr. Bei Schmerz oder großer Angst können sie schrille, langgezogene Schreie ausstoßen. Wildkaninchen sind Pflanzenfresser, die sich vorwiegend von Gräsern, Kräutern und Blättern ernähren. Gelegentlich verzehren sie auch Rinde und Zweige. Während der Rammelzeit kommt es zu Kämpfen, zumeist unter den Männchen. Bei diesen Auseinandersetzungen kommt es dazu, dass sich die Tiere gegenseitig Haarbüschel ausreißen. Die Paarungszeit hängt vom Verbreitungsgebiet ab. In Spanien liegt sie zwischen Herbst und Frühling, in Mitteleuropa zwischen Februar und Juli, auf der Südhalbkugel entsprechend in der anderen Jahreshälfte. Die Vermehrungsrate ist enorm, das Weibchen kann 5 bis 7 Würfe pro Jahr austragen, die Tragzeit beträgt zwischen 4 und 5 Wochen und die Wurfgröße durchschnittlich 5 bis 6, in Ausnahmefällen bis zu 9 Jungtiere. Für die Geburt legt das Weibchen einen eigenen Bau abseits vom Gemeinschaftsbau an, die sogenannte Setzröhre. Den Eingang verschließt es mit Gras und Blättern und schart Erde darüber. Neugeborene sind nackt und blind und wiegen rund 40 bis 50 Gramm. Nach 10 Tagen öffnen sie die Augen, mit 3 Wochen verlassen sie erstmals die Setzröhre und nach 4 Wochen werden sie von der Muttermilch entwöhnt. Die Lebenserwartung liegt bei maximal 9 Jahren, viele Tiere sterben aber schon in ihrem ersten Lebensjahr bzw. überleben den ersten Winter nicht. Besonders Jungtiere werden oft von Beutegreifern oder wildernden Katzen und Hunden gegriffen, oder sie verhungern oder sterben an Krankheiten wie der Myxomatose oder der Chinaseuche. Zu den natürlichen Feinden der Kaninchen zählen die Raubtiere wie der Rotfuchs, Marder, Wiesel, Iltis, Hermelin, Luchse und Wölfe.
Unter den Vögeln dezimieren Greifvögel, Eulen und größere Vertreter der Raben und Krähen den Bestand der Kaninchen etwas. Kaninchenbestände werden auch durch die Myxomatose, eine durch den Pockenerreger ausgelöste Viruserkrankung, dezimiert. Das Virus führt zu einem starken Anschwellen der Schleimhäute. Während die Sterblichkeit bei dieser Erkrankung jedoch nur bei 40-60% liegt, hat sich das in den letzten Jahren gehäufte Auftreten der China-Seuche mit einer Sterblichkeitsrate von 100% katastrophal auf die Bestände in ganz Mitteleuropa ausgewirkt. Da in Australien natürliche Feinde der Kaninchen fehlen, führte das zu einer sehr starken Vermehrung und Nahrungskonkurrenz. Alle Regulierungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Zur Bekämpfung der Kaninchenpopulation führte man deshalb 1951 das Myxomatose-Virus ein. Die Tiere entwickelten jedoch nach etwa 20 Jahren eine Resistenz gegen das Virus. Es wurde dann 1995 ein anderes Virus, das Caliche-Virus, das die China-Seuche auslöst, eingeführt, um die Population zu dezimieren. Das Wildkaninchen ist die Stammform des domestizierten Hauskaninchens, welches als Nutztier zur Fleisch- und Pelzproduktion als auch als Heimtier gehalten wird. Kreuzungen zwischen Feldhasen und Wildkaninchen gibt es aufgrund ihrer unterschiedlichen Chromosomenzahl nicht. Das Wildkaninchen wurde bereits in der Antike in verschiedenen Regionen des Mittelmeerraumes eingeführt. Die Zucht von Hauskaninchen begann wahrscheinlich in französischen Klöstern in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends. Kaninchen sind ein beliebtes Jagdwild für Fleisch und werden auch in Tierversuchen verwendet. Sie wurden in vielen Regionen eingeführt, in denen sie sich beträchtlich ausbreiteten und vielfach zur Plage wurden. Sie gefährden häufig die einheimische Fauna, zum Beispiel in Australien. Bei massenhaftem Auftreten verursachen sie teils erhebliche Wildschäden, indem sie Jungpflanzen, Sträucher und Feldfrüchte verbeißen. Häufig wird durch künstlich induzierte Krankheiten und Bejagung versucht, die Bestände in Grenzen zu halten. In Deutschland sind die Bestände in der freien Landschaft stark zurückgegangen. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen, dann gib mir einen Like und schau dir auch meine anderen an. Wenn du weitere Videos von mir nicht verpassen willst, dann abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Was kennt ihr für außergewöhnliche Tiere? Habt ihr Wünsche und Anregungen? Dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich freue mich über eure Einträge. Ich sage Tschüss bis neulich, euer Michael vom Kanal Außergewöhnliche Tiere.